Dann melde ich mich wieder zurück im Wolfs Dungeon. Und eins gleich mal vorweg, das hat alles schon seine Richtigkeit so. Ich bin jetzt nicht dabei, massiv die ganzen Dungeons abzufarmen, weil es ist nämlich so, diese ganze Sache hat sowieso drei Abschnitte. Den ersten und den zweiten habe ich ja schon gemacht mit dem 5 Dungeons, also 5 Gegnerreihen hier und dann nochmal 15 Reihen bei der zweiten Mal, zusätzlich noch. Und jetzt der dritte Abschnitt ist eigentlich dann auch schon der letzte. Also gut, ich muss die vorherigen Teile jetzt mal nochmal machen, aber ist jetzt nicht so tragisch, weil diesmal gibt es wirklich das Gesamtpaket. Also praktisch alle 40 Ebenen. Und genau deswegen werde ich jetzt auch ganz, ganz genau aufpassen auf das, was ich mache. Weil ich muss nämlich alle 14 Ebenen auch überstehen. Das ist natürlich das andere noch. Bisher schlage ich mich ganz gut, den Start habe ich jetzt ganz sauber hingelegt. Dadurch, dass ich ja die Gegner schon kenne. Aber ich muss trotzdem schön aufpassen, weil ich glaube, die letzten 20 Dungeons, die wo jetzt neu dazukommen, haben es dann schon ein bisschen mehr in sich. Da muss ich wirklich auf die Gegnertypen aufpassen. Allen voran natürlich so Sachen wie die Pfeil-Goblins, die wo er dann mal ganz schnell mir ganz schön viel Energie abziehen können. Oder von mir sagt diese Fledermäuse, die können ja auch schnell eine Attacke starten und das macht es dann gefährlich. Aber nicht jetzt. Soweit ist alles clear, keinen Hit bisher bekommen. So mag ich das erstmal. Ich kann zwar keine okkulten Künste, aber dieser ganzen Schattenhöhle hier ist ja natürlich auch voll drauf ausgelegt, auch mal die Feinheiten des Wolfslink mit na, ich darf das nicht vergessen, dass ich es natürlich dazu sage. Mittner ist ein wichtiger Bestandteil dieser Kombo. Nur wegen ihr kann ich ja schließlich auch diese Elite-Attacke. Und gerade mit denen, es ist so viel besser zu kämpfen. Mal alle durchgehen. So kann man natürlich auch gut dagegen kämpfen. Immer schön die Sprungattacke spammen. Und geschafft. Schön. Das war die Nummer 8. Fehlen bloß noch einige mehr. Ich muss vor allem jetzt auch schon mal ein bisschen vorweg üben. Vor allem der Schleimling wird wieder gefährlich. Und ich muss diese Drehattacke gut hinbekommen. Weil gegen viele Gegnertypen ist das die bevorzugte Wahl. Zum Beispiel gegen die. Aber die kann ich dann wenigstens mit einer Attacke schön umfetzen. Während ich hingegen Elite-Attacke gegen die keine Wirkung zeigen. Und ich kann wenigstens die Gegner auch flächendeckend treffen. So ein einfacher Attacke ist da hingegen ja, ein bisschen zu schwach. Nice. Jetzt zittert schon mein Kopf. Ich hätte gerne diese Rüstung. Aber ich darf nicht. Hier war es noch relativ safe. War keine Umgebung dabei, die wohl gefährlich werden könnte. Eins, zwei, drei. Nächstes Schneckenpaar. Triplet. Das Trio, das nächste Trio. Ich muss es auch ausnutzen, dass die eine bestimmte Fläche hat, diese Attacke. Aber genau dann kann ich sie mit der Spitze treffen. Und das macht schön viel Schaden. Würde auch Mart behaupten. Angespitzt ist der Schwein zwar nicht, aber trotzdem. Eigentlich müsste Midna da viel mehr so Schattensachen machen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt die Drehung starte, dass da irgendwelche, sagen wir mal, Schattenpfeile rauskommen und die Gegner anvisieren. Das ist zwar jetzt mehr so gehobener Schnickschnack, aber eigentlich wäre sie ja dazu imstande. Sie könnte ruhig ein bisschen mehr mit eingreifen. Würde die ganze Sache eindeutig einfach für uns machen. Ja, man merkt schon, die haben ein bisschen mehr Power. Da ist die Elite-Attacke die Attacke der Wahl. Ganz genau.
kriegt man auch einiges an Geld. Unten war ja auch ziemlich viel bei den Schleims. Da war ja überall diese ganzen... Oh, und da kommen sie. Die waren gefährlich. Jetzt bin ich mal gespannt, wie ich die löse. Man hat ja festgestellt, am besten bekämpft man sie sofort richtig schnell blitzschnell mit Attacke Elite. Sofern es zulässt. Da optimal. Und zack. Der ist ja schon vorgeschwächt. Und den mal kurz umkreiseln. So, jetzt haben wir ihn schön gestunt. Und jetzt wird er bestraft. Yes. Nice one. Da, wo immer nichts drin ist, da glaube ich, könnte man sich ein Herz daraus buddeln. Nur leider Gottes bin ich ja im Heldenmodus. Heißt doppelter Schaden und keine Herzen mehr zum Finden. Tja. Also ein bisschen Schwierigkeitsgrad darf ruhig sein. Weil Zelda-Spiele haben wir das generell eher nicht so. Aber der Heldenmodus wäre eigentlich eine ganz gute Sache in diesen Dungeons zumindest. Da gibt es schon ein bisschen Herausforderung. Alles andere ist trotzdem noch ziemlich einfach. Also zum Beginn des Spiels. Da ist man schon ein bisschen Nachteil mit doppelten Schaden. Und plus 3 Herzen. Da ist es echt frech. Man kann es dann natürlich auch wirklich bloß mit 3 Herzen komplett das ganze Spiel durchspielen. Aber das habe ich jetzt diesmal nicht gemacht. So extrem wollte ich es dann doch nicht haben. So, letzter. Schnell sein! So viel Schleim wie möglich! Verdammt! Der verbindet sich schon! Drehattacken, Drehattacken. Eigentlich müsste sie eigentlich mit einer Sprungattacke immer erst stunnen. Na verdammt, das Riesen-Fabelfiech. So, jetzt habe ich mit einem riesigen Schleim zu tun. So riesig, dass ich kaum an seine zentrale Hitbox ankomme. An der Wand ist natürlich äußerst blöd. Aber jetzt glaube ich, habe ich es. Schade, ein Herz verloren. Aber das war trotzdem eigentlich noch recht gut für das, dass der halt wirklich sehr schlecht zu bekämpfen ist als Wurfsling. Ich glaube, da kann man wirklich jeder zustimmen. Als Link hätte ich den so schön weggefetzt mit Riesenwirbelattacken. Das wäre ein Spaß. Aber das kommt ja noch. Ich starte ja hier mit dem Wolfsdungeon, also mit der Schattenhöhle, als erstes. Und danach kommt noch die andere Herausforderung. Die andere ist natürlich deswegen so cool, weil da hat man natürlich dann wieder alles. Seine ganzen Schwertkombos und sonst was. Ah ja, und hier war diese kleinen Mäuschen. Aber die Attacke dann zu starten ist krass. Yeah! Genau das. Hey! Echt nice. Aber wie nett sie mich versuchen aufzuhalten, indem sie sich an mich ranklammern, die Geistermäuse. Schadensmacher ist zwar nicht, aber mitkommen wollen sie eigentlich. Ja, die Köpfe sind eigentlich kein großes Problem. Wirklich kein großes Problem. Nur schade, ich kann sie halt nicht anvisieren, solange sie nicht eigenständige Flugkörper sind. Hey, frech. Da war die Elite-Attacke eine Sekunde zu spät. Eine Millisekunde zu spät. Das kannst du manchmal bei manchen Gegnern typisch ausmachen. Eigentlich kann man das fast schon als Reaktionstest mal so sehen. Attacke, sobald sie auch... Oh, das war ein bisschen vorgemuckt. Fast. Erfüllt aber trotzdem ihren Zweck. Damit, ne? Du wirst ja ein bisschen fragen, was mache ich hier eigentlich? Was machen wir hier eigentlich? Ach, hier war das mit den Knöchlis. Na komm, traut euch doch alle! Hin und her und hin und her. Und komplett durch und drüber und drüber und unten durch. Und kaputt.
Taschengeld aufsammeln und weiter geht's. Oh ja, das war das mit den etwas frecheren. Verdammt, jetzt habe ich natürlich den schon aufgerüttelt. Eigentlich eine coole Technik wäre gewesen, ihn erstes einmal von hinten zu attackieren. Und dann halt auch einen zweiten Elite-Attacke nachzusetzen, die wo ihn dann wirklich komplett fertig macht. So, bevor er das schafft, ist er in meiner Stun-Attacke drin. Moment, meins? Bei dem schaffe ich es aber. Erst einmal so Elite-Attacke. Und die zweite vernichtet ihn. Und ich greife ihn gleich nochmal von hinten an. Doppelter kritischer Treffer. Ah. Die Käfer verduften, sobald man hier diese zwei fetteren Typen hat. Das war's. Und jetzt beginnt's richtig derbar zu werden. Das war nämlich erst die erste Hälfte. Und jetzt beginnt die bessere Hälfte? Fragezeichen. Auf jeden Fall wird das Ganze jetzt doch ein bisschen anders werden. Erkennt man schon am Aufbau. Spinnen. Noch mehr Spinnen. Sauerspinnen. Pflanzen. Das ist echt eine Prüfung für den Wolf. Das ist hier aber trotzdem so ein bisschen im Nachteil, die Spinne. Frontalattacke. Aber würdet ihr euch das so trauen, so frontal auf so eine Spinne drauf zu hüpfen? Ich weiß ja nicht, das ist schon ein bisschen gefährlich. Potenziell gefährlich. Die wenn hochzieht, dann kommt man direkt in ihre Attacke rein. Oh, das ist ja frech. Aber glücklicherweise sind die auch von der Schattenmagie von Midna entsprechend gelockt. Ah, wieder die hier. Die sind natürlich... da werden bestimmt später auch die Großen kommen. Das wird frech. Die Großen, das wird frech. Das macht es also ein bisschen schwieriger. Aufgrund von den Schattenmäusen, die wo mich ja in der Beweglichkeit sehr einschränken können, wenn es genug sind. Ist es natürlich sehr frech, wenn dann so eine Rambo Nashorn auf mich zukommt. Wer ist denn mal genau? Die Gegner haben alle so komische Namen. Ihr wisst gar nicht, wie oft ich während dieses ganzen Let's Plays jedes Mal die Gegnernamen rausfischen musste. Da hab ich gedacht, wie hieß jetzt der wieder? Wie ist jetzt das wieder? Aha, Dynophlos und dann wieder das und dann wieder der. Das ist echt lustig. Boah, kann ich sie doch nicht. Die haben alle immer so eigenständige Namen. Na, machen wir hier nicht zu müde. Wir fangen gerade erst an, so richtig loszulegen. Sehen wir an, da unten ist Party. Vor allem auch Statum-Party, da mal aufpassen. Ich könnte direkt frontal reinhüpfen und dann passiert irgendwas. Wenn man so viele Gegner anlockt, da habe ich immer die Befürchtung, dass mich zwischen in der Attacke trifft. Ist natürlich auch was ganz Besonderes. Also diese Konstellation ist ja eigentlich nicht so gängig, diese Statuen mit dem Wolf zu bekämpfen. Oh verdammt. Ja, genau das meine ich. Das ist eigentlich überhaupt nicht gängig. Shit, shit. Jetzt habe ich ihn aufgehetzt. Das ist ja blöd. Wer kommt auf die beknackte Idee, Statue mit dem Wolf zu bekämpfen? Komm, hau wenigstens mal daneben, dann kann ich die wenigstens gescheit treffen. Hast du ja jedes Mal so ausflippen müssen, ey. Ich glaube, die Sprungattacke ist, glaube ich, die beste Wahl für meine Strategie. Ja. Kleiner Sprung und weg damit.
Und er flippt aus. Und das ist. Verdammt, ey. Du kannst manchmal so schlecht stehen und dann wirst du getroffen. Die sind echt frech zu bekämpfen. Hoffentlich ist dann später nicht mal Raum mit lauter solchen Typen. Ich hoffe nicht. Ah, verdammt! Dreckig die Statuen! Ich kann sie auch nicht richtig so lotsen, weil die machen halt doch eine ziemlich direkte Attacke mit den Hammer. Ja, ich glaube, so ist die beste Strategie. Kleinen Kreis ziehen und dann. Ja. Aber nicht auf der Hammerseite sein. Ich muss schon rechts rumkreiseln. Ja, sehr schön. Der war gut. Der war optimal. Am Ende vom Sprung getroffen und dann war es auch schon so, dass ich weg konnte. Oh, das war aber schon wieder frech. Haben wir schon viel zu viel abgezogen für das, dass ich jetzt bloß mit ein paar Statuen zu tun hatte. Ja, verdammt. Eins, zwei, drei, vier vielleicht? Naja, drei, aber drei ist auch schon frech. Doch, da ist einer. Verdammt. Das macht natürlich auch einiges Freche. Zentral reinzuspringen wäre jetzt, glaube ich, nicht so die beste Idee. Ja, da ist was sogar sehr gut eigentlich. Ich brauche schon einen Safe Spot. Yes. Jetzt habe ich zwar meinen Safe Spot, aber ich habe gleichzeitig auch ein bisschen was opfern müssen. Verdammt. Mann, Mann! Ah, die decken sich gegenseitig, das macht's echt schwierig. Ah, schnell. Die decken sich echt total gegenseitig. Aber ich habe jetzt den Safe Spot. Den noch kurz weg und dann. Uiuiui. Verdammt. Erstmal den wegzaubern. Jetzt habe ich das Ganze natürlich Stück für Stück wieder angehen, aber schon wieder viel zu viel verloren. Oh, das wird nur spannend. Ich muss meine Strategien wirklich absolut überdenken ab sofort. Aber so kleine Sachen darf man natürlich nicht abhalten lassen. Aber er steht auch schon so frech, der bleibt extra dort dran an seinen Pflanzen. Er weiß ganz genau, wie er mich frech attackieren kann. Ist aber auch die, voll die falsche Richtung zum Ausweichen. So, und der noch und dann haben wir es. Man merkt jetzt, die Konstellationen ziehen auch vor allem an Schwierigkeitsgrad an. Da sind so viele Gegner, da hast du gar keinen. Oh fuck. Oh verdammt. Jawohl, das ist glaube ich nicht mal so tragisch. Die Feuerfledermäuse vielleicht, die sind nervig. Aber ansonsten. Die Schnecken sind aber echt überall. Ich soll mit der einen. Da hinten sieht es auf jeden Fall am safesten aus. Dann versuche ich es doch gerade mal damit. Erstmal Fledermäuse weg. Ich glaube, haben noch so einen kleinen mitgenommen. Gut. Jetzt müssen die Schritt für Schritt auf mich zukommen. Oh, so wie den analysiert. Der andere für sich eigentlich nicht mehr so schlecht. Sich schnell wegmachen könnt. Merkst du, da hat auch dann die Kamera eben ein bisschen ein Problem. So, jetzt safe. Jetzt ist alles wieder safe. Puh, das hat schon was. Planerisches vor allem auch. Die Fledermäuse machen mir ein bisschen Sorgen. Können die denn mal kommen?
Die wollen irgendwie nicht so richtig. Na gut, dann wollen wir erstmal Stück für Stück. Eins, zwei, drei. Das ist echt wie so auf so einer Map. Also hier sind die Einheiten, das sind die Einheiten. Hier ist dann noch eine Flugeinheit. Bodenattacke hier. Frontattacke da. Da muss man aufpassen, dass so ein Gegner, der hat sich da in seiner kleinen gefährlichen Stelle verschanzt. Das Kamikaze-Gegner. Oh, das war jetzt fast schlecht geworden mit dem Timing. Der nutzt jetzt wirklich totales Deckung, der ist frech. Ah, oh, dann. Ich finde das. Die Wirbelattacke, die Ausführung. So frech. So frech. Kommt jetzt die Fledermaus mal her, die ist ganz schön lange unterwegs, aber nicht wirklich fokussiert auf mich. Die ist wirklich bloß da, um in irgendeine kleine Falle zu lotsen. Halt mal wirklich. Das ist unglaublich. Noch nicht, Schnecke. Jetzt habe ich es eigentlich runtergeholt. Na, na. Yes. Und noch die da hinten. Verdammt, eine Ebene macht schon wieder so viel Stress. Dabei bin ich doch erst in den 20er Gegenden. Uiuiui. Also das wird äußerst knackig. Wenn da mal jemand das machen will, soll er es mal mit drei Herzen versuchen. Im Heldenmodus natürlich. Das hat dann eigentlich ein etwas heftigeres Potenzial. Fledermäuse. Wäre gut, wenn ich die jetzt schon aufscheuchen könnte. Das sieht gar nicht mal so heftig aus. Im ersten Augenblick zumindest. Ja, ich kann sie leider nicht anlocken. War da noch jemand hier unten? Nein? Ich glaube, dann versuche ich es wirklich einfach mal. Mal schauen, was passiert. Also doch. Ich habe nämlich vorhin mal geprüft, ob das so Mäuse sind. Vorsichtig sein und schön weghämmern. Ohne Fehler was. Ich möchte gar nicht kaum glauben, aber so ein Ding hat schon das größte Gefahrenpotenzial von dieser Ebene. Oh, schon. Oh, verdammt. Die Ebene ist echt ganz, ganz frech. Ah, verdammt. Da sind diese Stun-Zombies und Pfeilbogentypen. Alter, das macht jetzt echt frech. Vor allem sind die auch noch genau dazwischen. Oh, verdammt, noch eins. Das macht's frech. Da hätte ich jetzt zu gerne Fernattacke. Wie mache ich das? Ich muss die Pfeilpunkte als erstes vernichten. Weil sobald ich einmal gestanden bin, werden die mich treffen. Auf jeden Fall. Deswegen müssen die weg. Und es sind zwei, glaube ich. Heißt im Klartext. Ich könnte versuchen, mittig reinzuspringen und dann rüberwärts zu fetzen. Aber vielleicht nicht erwischt mich dann der Vordere. Das macht's. Scheiße. Nein, 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 nein. Erwischt mich gleich. Ah, damit, die hat mich erwischt.
verdammt. Verdammt, wieder zwei Herzen verloren. Das kann nicht mehr so leicht werden. Hey. Was ist das jetzt, ein leichter Gegner? Einmal von hinten. Einmal im Kreis drehen. Ach, spring mir direkt an. Was soll schon schief gehen? Ach, ich bin schon voll. Maximal voll. Hey, drei Herzen. Aber Flink zeigt noch keine Ermüdungserscheinungen. Oh, jetzt kommt Eis hinzu. Na? Wo gehe ich da jetzt am besten ran? Oh shit! Er liegt da sofort! Okay, die kann ich jetzt natürlich locker kontern, wenn sie hier kommt. Aber es ist rutschig. Jetzt muss ich aufpassen. Verdammt! Der Elite-Attacke kam nicht früh genug. Eieiei. Dann kann ich sie natürlich schön verfolgen. Ich jag dich! Hey, ich hab zwei Herzen runter. Man möchte es kaum glauben. Aber jetzt ist es wirklich absolut gefährlich. Dummerweise habe ich auch nicht mit den Dungeons-Ebenen jetzt mitgezählt. Aber da sind noch genug, da muss bloß eine der Fall sein, die wo frech ist, und dann war's das. Matschi. Versuchen die Kleinen hier alles wegzuhüpfen. Das ist eine gute Technik für die Schleims. Seht ihr sie, oder? Einfach schön bodenständig vor ihm bleiben. Und kleine Sprünge machen. Ah, das ist wegen den Ratten. In dem Fall könnte man fast sagen, sind die Ratten sogar ein wirklicher Vorteil. Das ist wie mit den Eisenstiefeln. Bloß diesmal halt als Wolf. Wenn jetzt in den späteren Ebenen auch nochmal so Ratten kommen würden. Je nach Gegnertyp könnte man das als Vorteil nutzen. Anscheinend ist da noch irgendwo was. Ah, da. Ah, warum kann ich jetzt schlabbern? Die Heilung wäre so nah. Und schon ist sie leider weg. So schade. Die Typen mit ihren Speeren. Die Typen mit ihren Speeren, die machen es jetzt am gefährlichsten. Wer sind es denn? Einer? Kann ich nicht glauben, dass da bloß einer ist. Einfach mal hin. Vor den attackiert. Er hat zwar sein Speer verloren, aber er ist noch nicht besiegt. Das ist er nämlich erst jetzt. Die kleinen Eisbotzen könnten natürlich auch problematisch werden. Mal kurz schauen, ob hinter mir nicht einer ist. Ah, verdammt! Die kann ich gar nicht so richtig. Die muss ich wirbeln, oder? Ja, ich musste sie wirbeln. Oh, Vorsicht. Ein Herz.
Ich frage mich, ob eine Sprungattacke zählt, aber ich traue mich nicht mehr. Ich kann nicht mir nichts mehr erlauben. Und zwar 0, nix. Ich bin mir zwar sicher, dass ich es nicht mehr schaffe, aber ich werde trotzdem noch ein bisschen versuchen, mein Bestes zu geben. Fledermäuse, come on. Ich darf das Eis auch nicht berühren. Das macht mich auch fertig. Ja, die wissen schon, wie sie sich aufstellen müssen, um mir gefährlich zu werden. Ha, einer weniger. Aber die Fledermäuse machen mir Sorgen. Ich komme auch nicht richtig an sie ran. Na, na. Aber er hätte halt. Er würde ganz gerne attackieren, die Fledermäuse, aber dann doch wieder nicht. Ist lieber damit beschäftigt zu decken. Verdammt, das Mistvieh. Wow, 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 wow. Oh, verdammt, oh, die Drehattacke hat nicht funktioniert. Oh nein, ich hab's nicht geschafft. Oh. Schade. Wenn ich jetzt Spiel fortsetzen drücke, wo komme ich hin? Ah, wieder ganz an den Anfang. Verdammt. Ne, dann lasse ich es jetzt erstmal gut sein. Ich bin aber überlegen, ob ich jetzt das vielleicht so mache, dass ich beim nächsten Mal wieder an der einen Stelle wieder weitermache. Oder ob ich dann gleich mit den anderen Dungeon weitermache. Gebt mir ein bisschen Zeit, das zu überlegen. Ich werde euch dann beim nächsten Mal darüber informieren. Oder ihr werdet es besser gesagt sowieso sehen. Ich würde sagen, deswegen tschüss, ciao und bis zum nächsten Mal wieder.